Recht herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Tobi. Ich befinde mich heute auf meiner fiktiven Map Bärstadt und habe eine kleine Teststrecke angelegt, die ich einfach mal ausprobieren möchte und hoffe, es funktioniert auch, dass ich eine kleine Runde fahren kann. Das Tolle ist, finde ich, obwohl ich erst nur die Schienen verlegt habe, auch keine Oberleitung, funktioniert die Straßenbahn schon. Na? Na? So. Genau. Bringe ich die Straßenbahn mal in einen betriebsbereiten Zustand. Wunderbar, das funktioniert. So. Das sollte reichen. Starte mal. Also hier habe ich natürlich noch nichts gebaut. Map so weit gestalten habe, dass man hier eine Stadt erkennen kann. Das wird noch einiges dauern. Aber es soll erstmal eine Teststrecke sein. Ich werde bestimmt hier noch das eine oder andere verändern. Es ging mir jetzt hauptsächlich darum, den Map-Editor kennenzulernen. Kann ich ja mal einschalten. Ja, das klappt. Super. Ja, um mich zu orientieren, habe ich schon ein paar Objekte einfach gesetzt, damit ich weiß, wohin ungefähr die Strecke führen soll, damit ich mich hier auf der riesigen Map einfach nicht verliere. Ja, wunderbar. Ja, so Bärstadt, vielleicht ein paar Worte zu der Idee. Orientiert sich natürlich an Berlin. Keine Frage. Allerdings, hätte ich vielleicht ein bisschen abbremsen sollen. Allerdings möchte ich keine bestimmte Stadt widerspiegeln. Was ich allerdings beibehalten möchte, sind die Paints der BVG und Bärstadt, die Idee, das ist nicht meine eigene. Wer die Kultsendung Löwenzahn kennt, weiß, dass Peter Lustig bzw. Fritz Fuchs aus Bärstadt kommen. Bärstadt soll eine typische deutsche Stadt werden mit einem Straßenbahnnetz, das ich hoffentlich jetzt in Lotus gut aufbauen kann. Das war in Umsee nicht mehr ganz so einfach. Und natürlich soll es irgendwann auch Buslinien geben. Ja, Bärstadt soll schon eine Großstadt sein mit knapp 1 Million Einwohnern. Dass ich also viele Möglichkeiten habe, hier zu gestalten, auszuprobieren. Ich möchte
städtische Abschnitte erschaffen, auch ländliche. Und ich denke, eine Stadt mit einer Größenordnung von knapp 1 Million Einwohnern, um die 1 Million Einwohnern, bietet diese Möglichkeit. Ich zu schnell. Notbremsung. Ah, das war ein bisschen zu heftig. Da wäre ich fast entgleist. Ja, hier habe ich angefangen zu bauen. Da habe ich die ersten Splines gelegt. Ein zentraler Ausgangspunkt dieser Map soll der Bärstädter Hauptbahnhof sein. Der dann endgültig so aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber das ist erstmal hier ja, der Startpunkt, wo ich angefangen habe. Warum jetzt die Elemente hier nicht dargestellt werden, das weiß ich nicht. Also hier müssten eigentlich Spines zu sehen sein, die ich verlegt habe. Gut. Ja, in die andere Richtung geht es jetzt auch. Da habe ich auch eine Wendeschleife verlegt. Ich darf nicht so rasen. Ja, wunderbar. Ja, Höhenunterschied habe ich noch nicht eingebaut. Das könnte schwierig werden. Da sehe ich schon, da muss ich gleich auch anhalten. Da habe ich die Schiene nicht richtig verlegt. Beziehungsweise fahre ich nur erstmal bis zur Wendeschleife, aber deswegen mache ich ja diese Testfahrt, um zu sehen, ob die Gleise ordentlich verlegt sind. Mit Höhenmetern habe ich deswegen auch noch nicht gearbeitet, um einfach erstmal das Prinzip von Lotus zu verstehen. Wie ich hier eine Map bauen kann, wie ich die Gleise verlegen kann. Aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Relativ lange Strecke, das finde ich auch schön. Man hat ja eine viel bessere Sichtweite, dass man auch mal gerade Strecken bauen kann. Da werde ich mich wahrscheinlich auch an Berlin orientieren mit den großen Alleen. Oder vielleicht auch an anderen Städten, das weiß ich noch nicht. Das halte ich mal als offen. Eine Kurve. Hier habe ich ein paar Objekte auch nochmal platziert. Einfach mal geschaut, was es so alles gibt. Also die Strecke in eine Fahrtrichtung ist jetzt ungefähr 6 Kilometer lang. Also da habe ich einiges noch zu tun. So, jetzt kommt gleich die nächste Wendeschleife. Thank you.
drehe ich noch eben die Runde hier in der Wendeschleife, ob das funktioniert hat. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Mache vielleicht noch ein kleines Bild von der Seite. Von der Seite. Wunderbar. Und wünsche noch einen schönen Tag.